oder aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Wir können leider erloschenes oder verletztes Menschenleben nicht retten. Aber wir retten dank dieser Initiative und dank solcher Veranstaltungen wie diese heute Namen. Wir retten literarische Werke und das ist sehr wichtig. Mitgliederinnen des Künstlerinnenforums BOWL, engagierte Bielefelderinnen sowie Schülerinnen und Schüler der Laborschule Bielefeld werden heute auf dieser Bühne für uns prägnante Texte, Prosa und Gedichte vorlesen. Wir finden es sehr gut, dass Sie sich die Bühne unserer Bibliothek dafür ausgesucht haben. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank, liebes Publikum, dass Sie heute gekommen sind. Erstmal vielen Dank, lieber Leon Krämer. Für diese wunderbare musikalische Begrüßung und Einstimmung durch die Begleitung auch durch die Big Band der Musik- und Kunstschule. Ja, meine Damen und Herren, seien Sie ganz herzlich willkommen. Ich begrüße Sie im Namen der Initiative. Mein Name ist Gabriele Sonnenberg und Frau Kaprosch, wo sind Sie? Da! Frau Kaprosch, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre freundlichen und einführenden Worte und Sie haben das schon gesagt, wer wir sind, das muss ich jetzt nicht wiederholen. Aber das ganz Besondere heute ist, dass sich nicht nur hier die Initiative trifft, sondern dass wir zum ersten Mal Schülerinnen der Laborschule Bielefeld hier haben mit ihrem Lehrer Thomas Markowski und ich bitte um einen ganz fetten Applaus. Ja, liebe Frau Kaprosch und auch liebe Frau Teller, wir sind jetzt bereits zum fünften Mal hier in der Stadtbibliothek als Gast und wir freuen uns total über diese Gastfreundschaft, die ja darüber hinausgeht, dass wir hier uns treffen, sondern wir haben das im Wesentlichen der Angelika Teller. Wo ist Angelika Teller? Bitte schön da. Einen ganz großen Applaus für die... für die wirklich engagierten, tollen Kolleginnen in der Stadtbibliothek und für die Kollegen, die heute so freundlich sind und uns zum zweiten Mal einen Stream hier gewähren. Also das wird heute übertragen. Auch für die bitte einen Applaus. Möge es uns heute gelingen. Ja, Frau Kaprosch hat das bereits erwähnt. Unsere Initiative besteht jetzt im 9. Jahr. Nächstes Jahr ist also Jubiläum. Und wir lesen zum 9. Mal vom Rathaus am 8. Mai und heute hier zum 5. Mal. Und ich glaube, wir können schon sagen, dass das zu einem festen Bestandteil der Bielefelder Erinnerungskultur geworden ist. Und darüber freuen wir uns sehr. Vor allen Dingen, Frau Dr. Belo, bitte, über den immer größer werdenden Kreis der Unterstützerinnen. Ich lese die jetzt nicht alle vor, aber Sie können, während ich das weitererzähle, hier nachverfolgen. Ja, das ist wirklich schön, dass dieser Kreis wächst und wächst und dafür sind wir auch sehr dankbar. Ich möchte Sie noch darauf hinweisen, dass wir eine Spendenbox aufgestellt haben an dem für Medico Mondiale für die Erdbebenopfer in Syrien und in der Türkei, da vorne, auf dem Büchertisch von Mondo, die uns auch bereits seit vielen Jahren mit ihrem Büchertisch begleiten. Auch ein Applaus dafür. Und für Sie alle der Hinweis, dass alle Bücher, aus denen wir heute lesen, auch hier in der Stadtbibliothek unter www.stadtbibliothek.bielefeld.de auch ausleihbar sind. Und sicherlich sind Sie ja auch alle hier schon engagierte und eifrige Leserinnen. Ja, Aktionen gegen das Vergessen, uns scheint momentan wichtiger denn je. Frühjahr 33 und Frühjahr 2023, 90 Jahre Bücherverbrennung.
eine gruselige und mit Abscheu und Scham besetzte Erinnerung. Vor 90 Jahren begann der nationalsozialistische Terror und wir erinnern an die Bücherverbrennung im Frühjahr 1933. Und welche verheerenden Folgen das hatte, hat Frau Kaprosch auch kurz schon erwähnt. Und ich habe das nicht gefasst, aber vielleicht haben Sie das auch gelesen, dass in den USA Republikaner unliebsame Bücher aus den Bibliotheken verbannen wollen. So in der Zeit vom 13. April. Ja, viele zeitgenössische Autorinnen und Autoren sind auch der Verfolgung, Verfemung ausgesetzt und sie brauchen unsere Solidarität. Ihre Texte und ihr Schicksal sind auch erschreckend und ganz kurz nur, Irene Below wird darauf gleich näher eingehen, neben den Texten haben wir von jüdischen Autorinnen, haben wir uns diesmal auch einen Schwerpunkt gesetzt und zwar auf die Verfolgung und Ermordung der Sinti und Roma. Ja, und unser Beitrag für Frieden und Demokratie besteht wirklich darin, dass wir uns ja bewusst sind, was da in der Vergangenheit passiert ist und dass wir uns verantwortlich auch fühlen für die Zukunft und diese um sich greifende, unglaubliche historische, wir nennen das Demenz oder Ignoranz, die derzeit ja nicht nur in Europa um sich greift, sondern irgendwie auch auf der ganzen Welt. Und wir hören täglich von Kriegen in vielen Teilen der Welt und wir bangen täglich um eine friedliche Lösung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Und welch dringende Notwendigkeit das Erinnern und Gedenken an den Holocaust hat, das machen die Worte von Anita Lasker-Wallfisch deutlich. Sie wurde 1943 nach Auschwitz deportiert, wo sie im Häftlingsorchester Cello spielte. Und 1925 in Breslau wurde sie als jüngste von drei Töchtern, bildungsbürgerlich, nicht religiös, aber als Jüdin geboren. Und sie wurde dann mit ihrer Schwester nach Auschwitz deportiert und nach der Befreiung wanderte sie nach Großbritannien aus. Sie wurde da Mitglied des Londoner English Chamber Orchestra. Ich lese jetzt einen kurzen Abriss und einen wirklich flammenden Aufruf, wie ich finde, aus dem Buch von Anita Lasker-Wallfisch, Ihr sollt die Wahrheit erben. Die hat es zunächst für ihre Kinder geschrieben und sie war erst in der Lage, über 50 Jahre später das zu schreiben, was sie da erlebt hat. Es ist ein ganz, ganz dringender Appell an uns alle, die Erfahrung in der NS-Zeit und in den Vernichtungslagern zu gedenken. Ich zitiere, ich habe einen ausführlichen Bericht über mein Leben ursprünglich für meine Kinder geschrieben und versucht zu erklären, warum ich niemals über die Ereignisse der damaligen Zeit mit ihnen gesprochen habe. Es ist für eine Mutter beinahe unmöglich zu entscheiden, zu welchem Zeitpunkt man einem Kind erklären kann, dass es auf dieser Welt Menschen gibt, deren Ideologie in der kompletten Vernichtung aller Juden und all derer, die damals unerwünschte Elemente waren, bestand und dass man diese Menschen auf grausamste und technisch absolut vollendete Weise ermordet hat. Naiv hatte ich geglaubt, dass unser Leiden das Ende aller Leiden gewesen sei und wollte vor allem vermeiden, Hass in die Seele meiner Kinder zu pflanzen. Ich hatte Illusionen. Ich hatte einige Illusionen nach unserer Befreiung. Und die meisten sind leider inzwischen erschüttert. Und die schlimmste Erkenntnis ist, dass es heutzutage Menschen gibt und nicht nur Dumme und Unintelligente, die behaupten, der Holocaust sei eine große Übertreibung, sogar eine komplette Lüge. Ich glaube, dass die Mehrzahl der Überlebenden eins gemein hat, wir wollten Normalität. Normalität für uns und für unsere Kinder. Und es hat Jahre gebraucht, bis ich begriffen habe, dass Normalität nicht etwas ist, das man aus der Luft zaubern kann. Was ist daran normal, wenn man zögert, seinen Kindern auf die Frage zu antworten, warum sie keine Großeltern haben? Aus Angst zu dramatisieren?
Die Antwort würde lauten, dass sie in irgendeinem Massengrab in Polen liegen. Und Normalität für meine Kinder bedeutet auch, dass sie sich nicht anders und isoliert fühlen sollten. Und heute weiß ich, dass es ein Wunschtraum war. Und ich bin mir bewusst, dass wir Überlebenden eine Pflicht gegenüber den Millionen von Toten haben, sowie gegenüber den Generationen, die nach uns kommen. Soweit Anita Lasker-Wallfisch. Und ich übergebe jetzt weiter an Ramona Kosma, die unsere Texte auch schon seit vielen Jahren, mit unserer Veranstaltung mit Texten und ihrem Akkordeon und ihrem wunderbaren Gesang umrahmt. Und bevor sie kommt, will ich Ihnen noch sagen, dass uns also Irene Belo in bewährter Weise heute durch die Veranstaltung führt. Sie wird vor jeder Lesung die Autorin kurz vorstellen mit einer Folie, und die weiteren Informationen finden Sie in dem Programmheft, was Sie da auf Ihrem Platz gefunden haben. Und noch eine ganz kurze Information für unsere Zuschauerinnen. Wundern Sie sich nicht, diese Übertragung muss aus urheberrechtlichen Gründen an zwei Stellen unterbrochen werden. Da haben wir die Rechte nicht bekommen. Und dann bitten wir Sie, nicht nach jedem Beitrag zu klatschen, sondern dann am Schluss um Ihren brausenden Applaus und um Ihre Spendenbereitschaft. Ja, jetzt dürfen Sie noch klatschen. Ja, Sie haben jetzt schon gehört, dass es uns schon länger gibt, und das können Sie auch verfolgen, dass wir mit
ziemlich unterschiedlichen Schwerpunkten seit mehreren Jahren jetzt lesen und inzwischen eben auch länger schon in der Stadtbibliothek. Und das können Sie verfolgen auf dem informativen Online-Portal des Stadtarchivs Spurensuche in Bielefeld 1933 bis 1945. Auf der Folie sehen Sie die Links dahin. Dieses Online-Archiv, diese Spurensuche wurde realisiert im Februar 2022 auf Initiative von Lutz Havemann und Hans-Georg Pütz. Und einmal sehen Sie hier oben die Spuren, die man aus der Zeit wirklich in der Stadt findet. Also an ganz unterschiedlichen Orten, Namen, Ereignisse in der Stadt wird erinnert. Darunter gibt es auch einen Eintrag zu den Bücherverbrennungen vor dem Bielefelder Rathaus am 9. März 1933, bei der Erich Maria Remarques Roman Im Westen nichts Neues ins Feuer geworfen wurde. Neben den historischen Ereignissen gibt es eine alphabetische Liste von aktuellen Bielefelder Erinnerungsinitiativen. Das ist hier, das gibt es als zweites dort. Und darunter finden Sie auch uns, Lesen gegen das Vergessen, verbannte und verbrannte Literatur. Sie können dort nachvollziehen, welche Autorinnen wir in den einzelnen Jahren gelesen haben. Und aus den Corona-Jahren gibt es sogar Videoaufzeichnungen der vollständigen Lesungen von 2020 und 2021, die ohne Publikum stattfinden mussten. Auch die heutige Veranstaltung werden Sie dort sehen und hören können, deshalb der ganze Aufwand hier. Was erwartet Sie heute? Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen. Diese Worte von Heinrich Heine haben sich auf schreckliche Weise bewahrheitet. Die drei Etappen, die von der Zerstörung von Büchern über die Kindertransporte nach England zum Völkermord an Juden, Sinti und Roma führten, bilden heute hier den thematischen Rahmen. Vor 90 Jahren kam es im Deutschen Reich an vielen Orten zur Bücherverbrennung unter Führung des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbunds. Hier sehen Sie das berühmte Foto der Aktion auf dem ehemaligen Berliner Opernplatz am 10. Mai 1933, zwei Monate nach dem Bielefelder Vorläufer. Vor 85 Jahren fanden nach dem Erlass der Nürnberger Gesetze und den Novemberpogromen 1938 die sogenannten Kindertransporte statt. Über 10.000 jüdische Kinder aus dem Deutschen Reich und bedrohten Ländern wie Polen und Österreich konnten zwischen Ende November 1938 und dem Kriegsbeginn 1939 nach Großbritannien ausreisen. Häufig waren sie die einzigen aus ihren Familien, die überlebten. So wie Anne, Liese und Käthe Löwenthal aus Bielefeld, die Kinder von Selma und Paul Löwenthal, dem Architekten des hiesigen Kachelhauses, das dieser für Harms gebaut hat. Der Enkel von Herrn Harms ist heute hier auch. Und vor 80 Jahren, Vor 80 Jahren fanden Deportationen von Sinti und Roma nach Auschwitz statt. Die wurden nicht fotografiert, jedenfalls kenne ich da keine. Sie begannen im Frühjahr 1943 auf der Grundlage des sogenannten Auschwitz-Erlasses des Reichsführers der SS Heinrich Himmler vom 16. Dezember 1942. 23.000 Sinti und Roma aus fast ganz Europa wurden seit Februar 1943 in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert und im Lagerabschnitt B2 in einem Zigeunerlager, so wurde das damals genannt, isoliert, darunter Familie Weiß aus Brackwede am 5.3.43 und die 11-jährige Cheja Stojka aus Österreich. Die Künstlerin und Aktivistin Cheja Stojka
hat Auschwitz, Bergen-Belsen und Ravensbrück als Kind überlebt. Für mich waren die großartigen Federzeichnungen von ihr im Fridericianum eine der aufregenden Entdeckungen auf der letzten Documenta in Kassel. Davon sehen Sie hier rechts, also von Ihnen aus links, nee, rechts, stimmt. Eine mit den gedrängt dastehenden Nackten in Rückenansicht und den Augen der Peiniger. Die Zeichnung stammt aus dem Jahr 2003. Und beschriftet ist sie oben: Wir schämen uns, Auschwitz 1944, und unten die Rasur am Appellplatz. Und nach diesen drei Schwerpunkten machen wir einen Sprung in die Schrecken der Gegenwart mit dem Bericht der Syrerin Yusra Mardini über ihre Flucht und mit Gedichten der ukrainischen Lyrikerin Rosa Marusenko zum Krieg in der Ukraine. Vor jeder Lesung, sagte Gabi, glaube ich schon, stelle ich die Autorin mit einer Folie vor. Jetzt Cheja Stojka. Cheja Stojka war die erste, die in Österreich über das Schicksal der Roma und Sinti geschrieben hat. Hier ihre erste Publikation aus dem Jahr 1988, Wir leben im Verborgenen, die gibt es hinten am Büchertisch in der Neuauflage erweitert, und das Taschenbuch Träume ich, dass ich lebe. Darin schildert sie den Überlebenskampf als Kind unter Horrorbedingungen im KZ Bergen-Belsen. Das ist schwer verdaulich zu lesen, aber sehr bewegend. Stojkas künstlerisches Werk ist erst spät gezeigt worden. Auf dem Foto sehen Sie die glückliche Künstlerin bei der Eröffnung ihrer großen Ausstellung im Jüdischen Museum in Wien im Jahr 2004. Nur Gias liest jetzt zwei Gedichte von Cheja Stojka. Ich, Cheja, sage, Auschwitz lebt und atmet noch heute in mir. Ich spüre noch heute das Leid. Jeder Grashalm, jede Blume dort ist die Seele eines Toten. Ich habe gesehen, alles ist wieder da, alles ist wieder nah. Überall spürt man, dass die Seelen mit einem mitgehen. Es ist unbegreiflich, dass es Menschen gab, die solch eine Stätte des Grauens errichten konnten. Auschwitz war viel schlimmer als die heutigen Kriege. Auschwitz und seine gleich schlimmen Geschwister, wo sie auch alle sind und waren. Sie brachten mit ihren menschenvernichtenden Gasfabriken Asche, Rauch, Urnen. Brennen Asche, Asche in der Urne. Wer ist wirklich in der Dose? Ist es mein Vater? Auschwitz ist mein Mantel. Du hast Angst vor der Finsternis? Ich sage dir, wo der Weg menschenleer ist, brauchst du dich nicht zu fürchten. Ich habe keine Angst. Meine Angst ist in Auschwitz geblieben und in den Lagern. Auschwitz ist mein Mantel, Bergen-Belsen mein Kleid und Ravensbrück mein Unterhemd. Wovor soll ich mich fürchten? Auch Philomena Franz wurde 1943 nach Auschwitz deportiert. Sie war damals 21 Jahre alt. Sie hatte eine Karriere als Musikerin hinter sich und wurde zunächst von den Nazis zur Zwangsarbeit in einer Fabrik gezwungen. In Deutschland hat sie, ähnlich wie Cheja Stojka in Österreich, als erste über die Verfolgung der Sinti und über deren kulturelles Erbe gesprochen und geschrieben. Sie verwendete dabei weiterhin die für uns heute problematische Bezeichnung Zigeuner und will damit das Wort positiv besetzen, was wahrscheinlich nicht möglich ist. Malina Luna Lau und Sofia Petkidis haben zwei Texte von Philomena Franz ausgewählt. Im ersten lesen Sie
Abschnitte zu zweit. Marlin hat den Text ausgewählt, weil sie es interessant findet, dass die Hauptfigur ein Junge ist, der sich nicht zugehörig fühlt. Als ich noch ein ganz kleiner Junge war, mit brauner Haut und pechschwarzem Haar, da riefen die Buben: Zigeuner! Wie gut, dass ich stark und flink war wie keiner. Ich kämpfte und wehrte mich meiner Haut, hab mich gebalgt und so manchen verhaut. Dann schrien sie alle: Seht nur, der Zigeuner, wie bösartig schlägt er bloß zu, ein Gemeiner! Ich schluchzte und heulte: Was ist das bloß? Und klammerte mich an der Mutter Schoß. Sie streichelte mir übers blauschwarze Haar. Die Tränen versiegten, die Welt wieder klar. Für mich den kleinen Zigeuner. Ja, ein Zigeuner, der hat es nicht leicht, weil seine Haut der anderen nicht gleicht. Dann kamen die Nazis mit ihren Gesetzen, aufs Neue wie ein Wild mich zu hetzen. Sie holten mich ab, an den Kleidern gezerrt, nach Bergen-Belsen in das KZ. Sie schlugen und schrien: Du Hund, du Gemeiner, du dreckiges Schwein, du schwarzer Zigeuner. Ich kämpfte mit Tränen und inneren Fäusten. Zurückzuschlagen konnte ich mir nicht leisten. Ich lechzte nach Freiheit mit Rachegefühlen, um meinen verletzten Stolz abzukühlen. Ja, ein Zigeuner, der hat es nicht leicht, weil seine Haut der anderen nicht gleicht. Und als man die Tore zu öffnen begann, war alles vergessen, was ich ersann. Kein Groll, kein Hass, es war alles vorbei. Der Hunger, die Angst, die Blutschinderei. Doch glücklich werden konnte ich immer noch nicht, weil man auf Zigeuner auch heute nicht erpicht. Vor der nächsten Geburt, ich werde es versuchen und einen Grafen zum Vater mir buchen. Dann wär ich geachtet, umschwänzet wie keiner und kein Mensch zweiter Klasse Zigeuner. Ja, ein Zigeuner, der hat es nicht leicht, weil seine Haut der anderen nicht gleicht. Kein Volk dieser Erde, ob weiß oder gelb, kann sagen, es sei das Beste der Welt. Drum lasst in Frieden und Freiheit uns leben und lasst die Hände zur Freundschaft uns geben. Dann hat's ein Zigeuner auch endlich mal leicht und die Menschheit das Ziel Menschsein erreicht. Es braucht Mut. Wenn du einen Vorsatz hast und du fühlst dich bedrängt und erniedrigt und du kannst nur noch den Himmel sehen, selten einen Baum, dann braucht es viel Mut. Die Menschen hatte man mutlos gemacht, aber mich hatten sie nicht entmutigt. Ich wählte nicht den Tod, sondern die Freiheit. Ich wollte im Wald sterben, frei. Es war schon später Nachmittag. Es war schon Ende Herbst, Ende Oktober. Der November begann. Da saßen wir draußen, aßen unser hartes Brot. Da machte ich die Beobachtung, dass der Aufseher mit dem Hund um das Lager lief. Und der Hund berührte mit seiner Schnauze den Draht. Es war kein Starkstrom, es war nur Draht an diesem Tag. Ich musste Anlauf nehmen, dass ich drüber käme. Ich weiß nicht, wie ich den Draht übersprang. Angst, Hunger, Tod. Ich sah den Zaun an, circa 2 Meter hoch. Wenn ich es schaffe, drüber zu kommen, bin ich frei, ja! Ja, und ich schaffte es. Ich verschwand. Da war die große Landstraße. Später die Elbe. Durch das Gestrüpp hindurch kämpfte ich mich. War zerkratzt und blutete. Bis ich das Flusswasser erreichte. In der Tiefe. Inmitten des Flusses befand sich eine Insel.
bewachsen mit Grün. Ich bin drüber geschwommen. Die Angst, die in mir war, verlieh mir die Kraft zum Ausreißen. Niemand glaubte, ich hätte diese Kraft. Aber ich dachte nur an mich. Was kann ich machen? Angst zu überleben, Wille nicht zu sterben, wo ein Stück Brot hernehmen. Ich möchte mich noch einmal satt essen und in einen Apfel beißen. Wir freuen uns ganz besonders, dass Sie, Frau Marschall Strauß, heute gekommen sind und auch darüber, dass so nicht nur historische Roma und Sinti zu Wort kommen. Mit ihrer Berufstätigkeit als langjährige Projektmitarbeiterin im Bildungsforum gegen Antiziganismus in Berlin und als stellvertretende Vorsitzende des Vereins Deutscher Sinti e.V. in Minden tragen Sie dazu bei, unsere blinden Flecke in der Erinnerung an die Opfer des Faschismus kenntlich zu machen. Wir sind sehr dankbar, dass Sie uns heute von Ihrer Familiengeschichte berichten. In der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 wurden die letzten Angehörigen unserer Minderheit in Auschwitz-Birkenau im sogenannten Zigeunerlager ermordet. Etwa 4.300 Sinti und Roma, vorwiegend Frauen, Kinder und alte Menschen, wurden in die Gaskammern umgebracht. Gerade die Ermordung von Kindern zeigt den rassistischen Charakter der Verfolgung von Sinti und Roma im Nationalsozialismus. Sie wurden umgebracht, weil sie Angehörige der Minderheit waren und nicht aufgrund irgendeines Fehlverhaltens. Auch deshalb ist der 2. August heute der zentrale Gedenktag an die Opfer des Völkermordes, dem in Europa schätzungsweise 500.000 Sinti und Roma zum Opfer fielen. Ich kenne keine Familie deutscher Sinti und Roma, die keine Opfer zu beklagen hatte. Unsere Menschen wurden aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Sie konnten sich nirgendwo mehr sicher fühlen. Es folgten Zwangsarbeit und die Inhaftierung in Konzentrationslagern, wo viele durch mörderische Zwangsarbeit, Unterversorgung, medizinische Experimente und die Gewalt der Wachmannschaften elendig zugrunde gingen. Im Frühjahr 1943 begann die systematische Verschleppung ganzer Familien von Sinti und Roma in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Auschwitz, Ravensbrück und all die anderen Lager sind mit meiner eigenen Familiengeschichte auf schreckliche Art und Weise verbunden. Ich möchte von meinem Großonkel mütterlicherseits berichten. Konrad Höllenreiner wurde am 28.03.1901 geboren. 1927 heiratete er Alma, geborene Handstein. 1941 wurde er zur Wehrmacht eingezogen. Wie viele andere Sinti und Roma auch, wurde er aufgrund seiner Herkunft später wieder aus dem Militär ausgeschlossen. Im März 1943 hat man ihn zusammen mit seiner Familie und einem Großteil seiner Verwandtschaft verhaftet. Ihr Besitz wurde zugunsten des Staates eingezogen, also geraubt. Wenige Tage später wurde die ganze Familie ins Zigeunerlager in Auschwitz-Birkenau deportiert. Die Transportbedingungen sowie die Verhältnisse im Lager waren katastrophal. Schon kurze Zeit später starben Alma Höllenreiner und ihre älteste Tochter Maria an den schlechten Bedingungen, die im Lager herrschten. Im Sommer 1944 wurde mein Großonkel Konrad mit seinen Söhnen Ludwig und Johann Baptist sowie seinen Töchtern Anna und Werner ins KZ Ravensbrück verschleppt und dort voneinander getrennt.
In Ravensbrück führten SS-Ärzte an Sinti und Roma Zwangssterilisationen durch. Tochter Anna starb an den Folgen des Eingriffs. Kurz vor ihrem Tod wurde die gerade einmal 12-Jährige in das nahegelegene sogenannte Jugendschutzlager Uckermark gebracht. Welches die SS ab Ende 1944 als Selektions- und Sterbelager nutzte. Die zwei Jüngsten, Werner und Johann Baptist, wurden zusammen mit anderen Verwandten im März 1945 über Mauthausen nach Bergen-Belsen verschleppt. Mein Großonkel Konrad und sein ältester Sohn Ludwig kamen ins KZ Sachsenhausen. Vater Konrad musste kurz vor Kriegsende noch einmal eine Uniform überziehen, um unter Zwang Berlin zu verteidigen. Sein Sohn Ludwig Köln-Reiner wurde im April 1945 während eines Todesmarsch von alliierten Truppen befreit. Die 10-jährige Werner starb kurz nach der Befreiung in Bergen-Belsen an den Folgen der KZ-Haft. Mein Großvater väterlicherseits und 9 weitere Angehörige meines Vaters sind in Auschwitz-Birkenau ermordet worden. Für die wenigen Überlebenden des Völkermordes war die Situation in Deutschland nach 1945 alles andere als einfach. Während ihre Verfolger, Peiniger und Mörder akzeptierte Mitglieder der Gesellschaft waren und zumeist an ihre berufliche Laufbahn aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg wieder anknüpfen konnten, waren Sinti und Roma weiterhin mit Rassismus konfrontiert und wurden in vielen Fällen an den Rand gedrängt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jo Mihaly ist, auch wenn man das aufgrund des Namens vermuten könnte, keine Sintetzer. Sie hat sich aber schon als Kind dem Leben der Sinti verbunden gefühlt und deshalb ihren Namen Elfriede Kur durch den Künstlernamen Jo Mihaly ersetzt. Nach einer Tanzausbildung in Berlin engagierte sie sich als Tänzerin, Schauspielerin und Autorin politisch. Hier sehen Sie den Schlussaufruf ihrer Darstellung Vision eines Krieges, heute aktuell. Weiter. Sie fühlte sich der politischen Vagabundenbewegung der 1920er Jahre zugehörig und lebte zeitweilig auch auf der Straße. Davon handelt ihr Jugendbuch Michael Arpad und sein Kind, das 1930 erschienen ist. Es gehört zu den 1933 verbotenen und verbrannten Büchern. Das Jugendbuch handelt von Arpad, der als Soldat im Ersten Weltkrieg gekämpft hatte. Mit seiner 5-jährigen Tochter Mascha wandert er durch Deutschland. Sie sind sich anfangs noch fremd, finden aber in der Natur und vor allem durch die Musik immer enger zusammen. Auf dem Weg zu Stuttgarter Freunden Arpads, die Mascha aufnehmen sollen, stirbt der Vater. Das Buch ist ein Plädoyer für die Völkerverständigung und Menschenliebe über alle Hindernisse von Sprach-, Völker- und Nationalgrenzen hinweg, so die Autorinnen des Blog Exilland Schweiz. Almut Wessel liest jetzt eine Passage aus Michael Arpad und sein Kind. Die alte Geige. In dieser Nacht erhielt der Zigeuner die Geige zurück. Die Gäste schliefen schon. Mascha lag im Bett des kleinen Franziskus und träumte einen langen und breiten Traum. Sie lachte im Schlaf. Franziskus hatte einen Strohsack neben das Bett gelegt und streckte sich unruhig unter seiner Wolldecke. In der finsteren Stube saßen Michael und Gregor am Tisch. Sie rauchten aus billigen Pfeifen und sprachen ruhig und leise miteinander. Tabaksqualm schwebte wie eine Wolke über ihren Köpfen. Auf Arpads Knien lag die alte Stammesgeige
unscheinbarer und kleiner als gewöhnliche Geigen, geschwärzt von Regen und Wind, mit einem roh geschnitzten Kopf und halb verwitterten, eingeritzten Zeichen im Holz. Manchmal zupfte der Zigeuner liebevoll eine kleine Melodie aus den Saiten. Es klang, als sänge ein Mensch zaghaft ein halb ausgebrochenes Lied. Eine Weile pafften sie stumm vor sich hin, dann fragte Gregor: Und Mascha? Sie wird keine Sprache richtig lernen, sagte Arpad. Wo ist unser Vaterland? Überall ist unser Vaterland. Von allen Sprachen der Erde wird sie ein paar Worte reden. Sie hat eine bessere Sprache als wir, meinte Gregor ruhig. Sie spricht mit den Augen und mit dem Herzen. Arpad versuchte in der Dunkelheit das Gesicht seines Freundes zu erkennen. Als es ihm nicht gelang und er nur die Funken sah, die in seinem Pfeifenkopf glimmten, klimperte er ein trauriges Liedchen auf der Geige. »Spiel was«, bat Gregor. Arpad hob die Violine ans Kinn, prüfte die Saiten und setzte den Bogen an. Süß und klagend begann das alte Instrument zu tönen. Unter dem Schrägbalken der Bodenkammer fuhr das Mascha-Kind aus dem Schlaf, richtete sich im Bett auf und lauschte. »Ein Vogel«, dachte es. »Hör, hör, ein Vogel, eine Nachtigall.« »Du«, flüsterte der kleine Franziskus, der immer noch nicht schlief, »das ist dein Vater.« Mascha hatte vergessen, wo sie sich in dieser Nacht befand und dass Franziskus neben ihr lag. Sie sah erschrocken in sein Gesicht mit den aufgerissenen Augen. Dabei verstand sie kein Wort von dem, was er sagte. Der Begriff Vater war ihr fremd. Sie beachtete ihn nicht. »Vogel«, sagte sie staunend und hob schweigengebietend den Finger. »Da, gut, gut.« »Das ist kein Vogel«, entgegnete Franziskus und rutschte dicht an das Bett heran. »Das ist dein Papa.« Mascha zuckte zusammen und blickte den Knaben misstrauisch an. Das war ein Wort, das sie kannte. Es war in vielen Sprachen gleich und bedeutete Vater oder Beschützer. »Ich nein, Papa«, sagte sie schroff. »Wollen wir runtergehen und sehen?«, fragte Franziskus beinahe flehend. »Es ist dein Papa, du kannst mir glauben.« Er hob sie aus dem Bett und schleppte sie mit Mühe bis zur Bodentür. Dort setzte er sie nieder. Sie öffneten die Tür leise wie Diebe und drängten ihre Gesichter an den Spalt, aber so sehr sie sich bemühten, konnten sie in der Dunkelheit nichts unterscheiden. Nur die Geige hörten sie, nahe und sanft, so dass ihre Herzen zu schlagen anfingen und sie sich zitternd aneinander schmiegten. Plötzlich erhellte ein matter Blitz das Innere der Hütte. »Da«, flüsterte Franziskus aufgeweckt, »da geigt dein Papa!« Mascha kollerte durch den Türspalt und wäre fast die Treppe hinuntergefallen, wenn sie nicht rechtzeitig an dem Geländer Halt gefunden hatte. Bebend umklammerte sie die Sprossen. »Michael«, dachte sie unaufhörlich, »Michael, Papa, es ist Michael!« Drunten hörte Arpad zu spielen auf und horchte hinauf. »Bist du es, Mascha?«, fragte er halblaut. »Ja«, zirpte ihre dünne Stimme von oben her. Sie rutschte die Stufen hinunter, lief durch die Stube und umarmte Arpads Knie. Arpad hatte die Geige wieder ans Kinn gehoben und spielte. Mascha kauerte neben Franziskus auf der Treppe und versuchte, Michaels Gesicht zu erkennen, dessen Schatten sich undeutlich aus der Dunkelheit hob. Dann schweiften ihre Gedanken ins Weite. Wie auf einem laufenden Band sah sie fremde Bauernhäuser mit verschlossenen Türen, Städte und Gräben, in denen sie übernachtet hatte, Städte mit vielen Menschen, die aneinander vorüberliefen, friedliche Wolken und feindliche Wachhunde, Polizisten, Flüsse, Wälder und die endlosen Gräbereien der Schlachtfelder von Verdun. Sie begriff, dass sie aus einem Leben herausgerissen worden war, das satt und träge war wie stehendes Wasser, und dass sie nicht mehr dorthin zurückkehren wollte. Hier war Michael. Hinfort würde sie ihn mehr lieben als alles auf der Welt und ihn nie mehr verlassen.
Ach, er machte Musik wie ein Vogel, wie eine Nachtigall sang er auf dem braunen Holz. Sie hatte Angst, dass er plötzlich sterben würde, wenn er die Geige absetzte. Es war, als hinge sein Herz an der Spitze des Bogens. Und die Geige, dieses wunderliche Instrument, war mit seinem Leben geheimnisvoll verbunden. Sie seufzte. Der kleine Franziskus legte den Arm um sie. Sie sah an ihm vorbei, wehrte ihm aber nicht. »Wenn Michael von mir geht, werde ich allein sein«, dachte sie. »Wenn ich dann einen Menschen sehen werde, werde ich immer denken, Michael ist es nicht. An allen Häusern mit Fenstern und Türen werde ich vorübergehen, an allen Städten, auch an den kleinen Dörfern. Ich werde viel Hunger haben. Im Wald werde ich wie ein Eichkätzchen auf den Bäumen schlafen und auf dem Feld will ich unter die Heuhaufen kriechen, wie eine kleine Feldmaus, damit der Bauer mich nicht sieht und nicht mit der Heugabel nach mir sticht und kleines Aas sagt. Eines Tages werde ich dann vielleicht verhungern, ja, und dann werden die Glocken läuten, aber ich will gar nicht beerdigt werden. Lasst mich nur da liegen, wo ich liege. So. Und das will ich jetzt tanzen, was ich mir ausgedacht habe. Ich werde schön tanzen. Michael wird sich wundern. Sie stand auf und ging mit steifen Schritten auf Arpad zu, ihm bedeutend, dass sie tanzen wollte. Er nickte ihr zu und geigte. Das war der sonderbarste Tanz, den sie je erdacht hatte. Sie raffte ihr Lumpenhemd und trippelte hinkend im Kreis herum, immer hinkend. Ab und zu ließ sie das Hemd los, knickste und warf die Arme mit einer hölzernen Bewegung in die Luft, drehte sich ein paar Mal um sich selbst und humpelte wie besessen weiter. Als Gregor eine Weile ihren kreisenden Schatten verfolgt hatte, wurde er davon ergriffen und sagte zu Michael Arpad: »In Afrika, weißt du, tanzen die Neger einen Tanz, den sie den Elendtanz nennen. An den muss ich denken, wenn ich deine Tochter ansehe. Pass auf, dass sie diesen Tanz nicht vergisst, Michael. Vielleicht schauen ihr einmal andere zu als nur wir drei.« Dann gingen sie schlafen. Ausgewählt und gespielt von Ramona Cosma hören Sie jetzt das Lied »Ashun Daye Mori« von Liliana Butler. Eigentlich Liljana Petrovic, 1944 geboren in Belgrad, Tochter einer kroatischen Sängerin und eines serbischen Roma-Akkordeonisten. Sie emigrierte wegen des Jugoslawienkriegs nach Deutschland, arbeitete hier als Reinigungskraft. Ab 2002 machte sie wieder Musik und nahm vor ihrem Tod 2010 drei Alben auf. Oh.
Nachher haben Sie noch viel Möglichkeiten, Applaus zu geben. Die deutschsprachige Lyrikerin Selma Meerbaum, die nie den Namen ihres Stiefvaters Eisinger trug, unter dem sie heute berühmt ist, stammt aus Czernowitz. Heute gehört die Stadt, aus der auch Paul Celan und Rose Ausländer kamen, zur Ukraine. Damals war sie die Metropole der Bukowina. In der Ukraine Rumänen, Polen, Ungarn, Slowaken, Armenier sowie Sinti und Roma zusammenlebten. Mit ihrer Familie und insgesamt 1150 jüdischen BewohnerInnen von Czernowitz wurde Selma Meerbaum in ein Zwangslager deportiert, das der deutschen Waffen-SS unterstand. Dort starb die Lyrikerin, entkräftet durch harte Straßenbauarbeiten mit 18 Jahren an Fleckfieber. Es ist ein Wunder, dass von ihr 58 Gedichte erhalten geblieben sind. Über verschlungene Wege kamen sie nach Deutschland und wurden 1980 erstmals veröffentlicht. Die aus dem Exil nach Deutschland zurückgekehrte Dichterin Hilde Domin hat maßgeblich zu dieser Entdeckung beigetragen und über Selma Meerbaums schmales Werk gesagt: Es ist eine Lyrik, die man weinend vor Aufregung liest. So rein, so schön, so hell und so bedroht. Eileen Yilmaz, Elena Emrich und Nina Liz Baumhöfner haben die Gedichte von Selma Meerbaum ausgewählt, die sie jetzt vortragen. Und Eileen findet es schön, dass Selma Meerbaum trotz der schwierigen Umstände ihrer Zeit dennoch Liebe empfinden und ausdrücken konnte. Und Elena ist beeindruckt von der Ausdrucksstärke ihres ausgewählten Gedichts von Selma Meerbaum. Das Glück. Schlafen möchte ich. Der Wind wiegt mich ein. Und die Sehnsucht senkt mich zur Ruhe. Weinen möchte ich. Schon die Blumen allein flüstern Tränen mir zu. Sieh die Blätter, sie blinken im Wind und gaukeln Träume mir vor. Ja, und später lacht wo ein Kind und irgendwo auf dein Tor. Sehnsucht habe ich, wohl nach dem Glück. Fragen möchte ich, kommt es zurück, nie zurück. Welkeblätter, plötzlich hallt mein Schritt nicht mehr, sondern rauschet leise. Leise, wie die tränenvolle Weise, die ich sing, von Sehnsucht schwer. Unter meinen müden Beinen, die ich hebe wie im Traum, liegen tot und voll von Weinen, Blätter von dem großen Baum. Sehnsuchtslied. Leise schlägst in deinem Lied du einen Ton an und dir ist, als fehlte noch etwas. Und du suchst verwirrt bei allen Tönen, ob sie dir nicht sagen können, wo es zu finden, wo und wie und wann. Doch der eine ist zu blass und zu lüstern ist der zweite. Und der dritte ist so voll mit Weite, viel zu voll. Du suchst lange, Moll und Dur und Moll werden lebend unter deinen Händen. Und dann schlägst du plötzlich eine Taste an und es kommt kein Ton. Und das Schweigen ist dir wie ein dumpfer Hohn, denn du weißt es plötzlich ganz genau. Dieser fehlt dir. Wenn ihn deine Hände fänden, fiele ab von deinem Lied der Bann, wäre das Ende nicht mehr leer und grau. Und du rührst und rührst die Taste, fragst dich, wo hier wohl die Hemmung liegt. Suchst, ob nicht doch deine Hände Weiche siegt. Deine Augen betteln voll Verlangen. Kein Ton kommt.
Einsamkeit bleibt nun zu Gast in dem Lied, das dir so schwer und süß gereift. Um den ungespielten Ton wirst du nun ewig bangen. Bangen um das Glück, das dich nun leicht gestreift. In den leisen Nächten, wenn der Mond dich wiegt und die Stille deine Tränen nicht begreift. Seit dem 6. Juli 1942 versteckte sich die Familie Frank mit weiteren Untergetauchten in dem Hinterhaus in Amsterdam, das jetzt das Anne-Frank-Museum ist. Am 4. August 1944 wurden die BewohnerInnen verraten und verhaftet. Der erste Eintrag ins Tagebuch stammt vom 14. Juni 1942. Anne schreibt darin von ihrem Geburtstag und dem schönsten Geburtstagsgeschenk, dem Tagebuch. In weiteren Einträgen erzählt sie von ihrer Fantasiefreundin Kitty, von ihrem Leben und der Schule. Ab 8. Juli dann vom Leben im Hinterhaus. Die Aufzeichnungen enden am 1. August 1944, eine Woche vor der Deportation. Anne Frank ist sicher die bekannteste Autorin, deren Texte wir heute lesen. In Westdeutschland war das im Jahr 1950 von ihrem Vater herausgegebene, aus dem Holländischen übersetzte Tagebuch einzigartig, das einzige Dokument überhaupt, das zugänglich war. Seit 1955 war es als Fischertaschenbuch zu haben und ich habe es mit 13 Jahren verschlungen, mich mit Anne Frank identifiziert. Die Faszination hat bis heute nicht nachgelassen. Weiterhin begleiten die Tagebuchaufzeichnungen von Anne Frank nicht nur junge Menschen und es gibt neue Zugänge durch visuelle Medien. Inzwischen ist die Geschichte auch als Graphic Novel in mehreren Fassungen zu haben. Jette Helene Voss hat Anne Frank vorgeschlagen und auch die Passagen aus dem Tagebuch, die sie vorliest, ausgewählt. Und sie hat erzählt, dass sie sich schon öfter und intensiv mit Anne Frank und ihrem Tagebuch auseinandergesetzt hat und von der Aktualität des Textes immer wieder beeindruckt ist.
Ausgewählt und gespielt von Ramona Cosma hören Sie jetzt das Lied Vorbei, gesungen und aufgenommen 1934 in Berlin von Dora Gerson, der 1899 geborenen Sängerin und Schauspielerin. Ein hilfesuchender Brief aus dem Exil in den Niederlanden an ihren früheren Ehemann Veit Harlan, den Regisseur des antisemitischen Hetzfilms Jud Süß, blieb unbeantwortet. Auf ihrer Flucht in die Schweiz wurde Dora Gerson festgenommen, nach Auschwitz deportiert und 1943 dort ermordet. Lise Löwenthal, deren Folie Sie jetzt schon gesehen haben, war die zweite Tochter des Bielefelder Architekten Paul Löwenthal und seiner Frau Selma. Sie lebte mit ihren beiden Schwestern bis Sommer 1930 in der Rolandstraße 10, also nahe beim Sigi. Zusammen mit ihrer Schwester Käthe musste sie sich im Dezember 1938 von ihrer Familie trennen und konnte sich mit einem Kindertransport nach England retten. Die Eltern wurden nach Riga deportiert und kamen dort um. Die beiden überlebenden Schwestern wurden Schriftstellerinnen. Ihre Texte, die auf den persönlichen Erfahrungen von Ausgrenzung und Heimatlosigkeit basieren, sind bis heute in Deutschland nahezu unbekannt. In Bielefeld erinnern immerhin seit 7. Februar 2018 Stolpersteine in der Küglerstraße 16 in Brackwede an die ganze Familie. Dazu finden Sie dann auch mehr auf der Webseite der Erinnerungsinitiative Stolpersteine. In Lisa Löwenthals 1973 zuerst auf Italienisch erschienenen Jugendroman Shalom, Ruth Shalom, den es auch auf Deutsch gibt,
wie Sie hier sehen, 82 erschienen, schildert sie die wachsende Ausgrenzung jüdischer MitbürgerInnen aus dem öffentlichen Leben. Sie beschreibt die zunehmende politische Repression und die unterschiedlichen Reaktionen der Nachbarn darauf, die Verarmung der Familie, dann die Zeit in England und den Neubeginn in Palästina, wo sie ihren italienischen Ehemann kennenlernte. Gabriele Sonnenberg liest aus dem Roman Passagen über die Novemberpogrome und den Brand der Synagoge in Bielefeld sowie die Abfahrt des Kindertransports vom Bielefelder Hauptbahnhof. Ruth hatte an diesem Morgen verschlafen und musste sich beeilen. Frau Nathan wohnte ziemlich weit weg und inzwischen war auch Juden die Benutzung der Straßenbahn verboten. Ruth hatte das Gefühl, als sei irgendetwas anders als sonst, als sähen die Leute sie merkwürdig an, und plötzlich entdeckte sie, dass die Schaufenster einiger Läden eingeworfen und die Geschäfte verwüstet waren. Wände und Türen waren mit dem Wort Jude beschmiert. Angst packte sie und sie fing an zu laufen, bis sie endlich das Haustor ihrer Lehrherrin erreicht hatte. Ruth, bist du's? Bist du wahnsinnig, heute auf die Straße zu gehen? Weißt du denn nicht, was heute passiert ist? Habt ihr kein Radio? Sie fragte mit erschrockenem Blick, als Ruth die paar Stufen hinaufgestiegen war. Ruth schüttelte den Kopf. Frau Nathan schob sie in die Wohnung und schloss eilig die Tür. Sie haben unsere Synagogen angezündet. In ganz Deutschland haben sie die Synagogen angezündet, sagte sie tonlos, als hätte sie nicht mehr die Kraft, irgendeine Empfindung auszudrücken. Heute Nacht haben sie Tausende von jüdischen Geschäften geplündert und unzählige Juden aus den Häusern geholt, zusammengeschlagen und umgebracht. Und es geht noch weiter. Sie verhaften alle, die sich in der Nähe der Synagoge aufhalten. Mein Gott! Ruth war kreidebleich geworden. Hoffentlich passiert meinen Eltern nichts. Komm, Frau Nathan führte Ruth in die Küche ans Fenster. Da, schau! Auf der anderen Seite des Platzes lag eine schwarze Rauchwolke über den Dächern. Dort in der Nähe hatte der jüdische Tempel gestanden. Das ist das Ende, sagte Herr Nathan, der ebenfalls noch im Morgenmantel war. Nun gibt es nichts mehr, was die Lawine von Hass und Grausamkeit gegen uns aufhalten könnte. In seinem letzten Brief hatte Hans geschrieben, dass für Ruth und Noemi vielleicht die Möglichkeit bestünde, sofort Deutschland zu verlassen. In England sei ein Komitee zur Rettung jüdischer Kinder gegründet worden und man habe mit der deutschen Regierung bereits Vereinbarungen getroffen wegen der Auswanderungsgenehmigung für eine große Gruppe Jugendlicher und auch schon wegen der Abfahrtszeiten der ersten Züge verhandelt. Ich rate dir, sofort den Fragebogen auszufüllen und um einen Platz für dich und Noemi zu bitten. Ruth zögerte keinen Moment, diesem Rat zu folgen. Sie schickte ihren ausgefüllten Fragebogen zurück mit der Bitte, alles Nötige zu unternehmen. Vor dem Bahnhof hatte sich eine Menge Schaulustiger versammelt, die Abfahrt der Kinder mit ansehen wollten. Eine SS-Einheit war beauftragt, für Ordnung zu sorgen und Zwischenfälle zu vermeiden. Die kleinen Auswanderer wurden mit ihren Angehörigen in eine Ecke der Bahnhofshalle gedrängt, damit sie von den übrigen Reisenden isoliert waren. Viele kamen von weit her und man sah es ihnen an, dass sie eine Nacht im Zug hinter sich hatten, und die Mütter drückten verzweifelt ihre Kinder an sich und alle waren merkwürdig still. Plötzlich ertönte eine Durchsage, die sie wie ein Peitschenhieb traf. Alle Kinder in Zweierreihen aufstellen. Es hat Einfahrt, der Zug aus Berlin.
Viele der kleineren Kinder fingen an zu weinen und wollten sich um keinen Preis von ihren Eltern lösen. Nun geh schon, hörte man immer wieder tröstend. Wir kommen ja bald nach. Ruth fühlte sich von harten Händen ergriffen und in die Kolonne gestoßen, und sie hatte gerade noch Zeit, ihren Vater am Arm zu berühren, und da wurde sie vorwärts geschoben. Nomi, komm her, bleib um Himmels Willen bei mir, verzweifelt umklammerte Ruth mit der einen Hand den Koffer und mit der anderen die Gitarre. Die Eltern und Verwandten versuchten, dem langen Zug von Kindern nachzugehen, aber sie wurden zurückgehalten. Sie durften nicht mit auf den Bahnsteig. Ruth schaute sich noch einmal um und sah ihre Eltern bereits weit hinter sich in der Menge, unbeweglich wie zwei Statuen. Sie verfluchte den Tag, an dem sie sich entschlossen hatte, sie allein zu lassen. Und wenn sie nun krank und wenn ihnen was passieren würde. Mechanisch trottete sie hinter den anderen her und sie spürte nicht einmal das Gewicht ihres Koffers. Und in dem Abteil, in dem sie Platz fanden, saßen bereits ein paar Kinder. Ruth verstaute die Koffer im Gepäcknetz, stellte die Gitarre vorsichtig auf den Sitz und ging auf den Gang hinaus. Sie hatte keine Lust, mit irgendjemandem zu reden. Der Lärm um sie herum war ohrenbetäubend. Kinder weinten, suchten sich schreiend oder riefen nach ihren Eltern, während die SS-Männer auf dem Bahnsteig brüllten, sich zu beeilen, der Zug müsse pünktlich abfahren. Und die Kinder, die letzten, die wurden rasch in die Waggons geschoben, die Türen zugeknallt. Und dann setzte sich der Zug langsam in Bewegung. Bis vor einem Augenblick wäre es noch möglich gewesen, sich anders zu entscheiden. Ruth hätte aus dem Zug springen und zu ihren Eltern laufen können, die sicher noch immer so unbeweglich dastanden. Aber jetzt war ihre Entscheidung endgültig geworden und jeder Augenblick vergrößerte den Abstand zwischen ihr und allem, was ihr vertraut gewesen war. Ruth erschauerte und ging zurück ins Abteil. Da sprach Noemi mit ein paar Reisegefährten und auf dem gegenüberliegenden Sitz weinte ein kleiner Junge leise vor sich hin. Er drückte einen himmelblauen Plüschbären fest an sich. »Wie heißt du denn?«, fragte Ruth und beugte sich zu ihm. Das Kind hob die rot geweinten Augen, gab aber keine Antwort, und Ruth suchte in ihrer Manteltasche nach einem Bonbon. »Da!« Sie stand auf und nahm den kleinen Jungen auf den Schoß, der jetzt nur noch heftiger schluchzte, und als er sich endlich etwas beruhigt hatte, fragte sie wieder, »Sagst du mir jetzt, wie du heißt?« »Weißt du, wir könnten Freunde werden.« Daniel. Und wie alt bist du? 5. Und du hast keine Geschwister? Der Kleine schüttelte den Kopf und Ruth hätte ihn gern nach seinen Eltern gefragt, aber sie fürchtete, er würde dann wieder zu weinen anfangen. Und so wiegte sie ihn leicht auf ihrem Schoß und erzählte ihm von den Dingen, die sie auf ihrer Reise erwarteten, von den Windmühlen in Holland, und dem Schiff, das sie nach England bringen würde, wo es noch einen richtigen König gab, wie im Märchen. Und dann würden bald seine Eltern nachkommen und er wäre nie mehr allein. Ilse Eichinger wurde 1921 mit ihrer Zwillingsschwester Helga in Wien geboren, als Tochter einer jüdischen Ärztin und eines katholischen Vaters. Dort erlebte sie den Faschismus, die Verfolgung und die Trennung von der Schwester, die am 4. Juli 1939 mit einem Kindertransport nach England entkommen konnte. Gemeinsam mit ihrer Mutter überlebte Ilse Eichinger den Krieg, die Großmutter und die jüngeren Geschwister der Mutter wurden 1942 deportiert und ermordet. Die größere Hoffnung, der erste und einzige Roman von Ilse Eichinger, fußt auf diesen Erfahrungen des Verlusts und des Klimas der Gefahr in einem autoritären System. Erzählt wird aus der kindlichen Perspektive des jungen Mädchens Ellen
von der Angst, von der Bedrohung und der widerständigen Hoffnung der Kinder mit falschen Großeltern, so der Klappentext zur ersten Auflage. Das Buch gilt als Geburtsstunde der österreichischen Nachkriegsliteratur. Leonore Frankenstein liest den Beginn des Romans.
Seit ihrer Jugend hatte Nelly Sachs geschrieben. Doch für sie selbst beginnt ihr literarisches Schaffen erst wirklich, nachdem sie sich mit fast 50 Jahren im Jahr 1940 mit ihrer kranken Mutter, unterstützt von der Schriftstellerin Selma Lagerlöf, nach Schweden hatte retten können. Im schwedischen Exil lernte sie mühsam die neue Sprache so gut, dass sie ihren Lebensunterhalt bald durch Übersetzungen verdienen konnte. Dadurch formt sie auch auf Deutsch ihre Sprache neu. Es entsteht ein faszinierendes lyrisches Werk, das zunächst 1946 in der DDR und seit Mitte der 50er Jahre auch in der BRD gedruckt und mit Preisen gewürdigt wird, zuletzt 1965 mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels und 1966 mit dem Literaturnobelpreis. Die Gedichte aus den Jahren 1943-44 sind mit den Bildern von Schmerz und Tod eine Klage für das gequälte jüdische Volk. Zu ihnen gehört das Gedicht Chor der Geretteten, das Christine Halm jetzt liest. Chor der Geretteten. Wir Geretteten, aus deren hohlen Gebein der Tod schon seine Flöten schnitt, an deren Sehnen der Tod schon seinen Bogen strich. Unsere Leiber klingen, klagen noch nach mit ihrer verstümmelten Musik. Wir Geretteten, immer noch hängen die Schlingen für unsere Hälse gedreht vor uns in der blauen Luft. Immer noch füllen sich die Stundenuhren mit unserem tropfenden Blut. Wir Geretteten, immer noch essen an uns die Würmer der Angst. Unser Gestirn ist vergraben im Staub. Wir Geretteten bitten euch, zeigt uns langsam eure Sonne, führt uns von Stern zu Stern im Schritt. Lasst uns das Leben leise wieder lernen. Es könnte sonst eines Vogels Lied, das Füllen des Eimers am Brunnen, unseren schlecht versiegelten Schmerz aufbrechen lassen und uns wegschäumen. Wir bitten euch, zeigt uns noch nicht einen beißenden Hund. Es könnte sein, dass wir zu Staub zerfallen, vor euren Augen zerfallen in Staub. Wer hält denn unsere Webe zusammen? Wir, odemlos gewordene, deren Seele zu ihm floh aus der Mitternacht, lange bevor man unseren Leib rettete in die Arche des Augenblicks. Wir Geretteten, wir drücken eure Hand, wir erkennen euer Auge, aber zusammen hält uns nur noch der Abschied. Der Abschied im Staub hält uns mit euch zusammen. Mit dem Ende des Nationalsozialismus sind autoritäre Systeme, Bedrohung, Unterdrückung, Vertreibung und Völkermord nicht verschwunden. Häufig sind auch heute die Schwächsten in einer Gesellschaft, Kinder, Minderheiten und Andersdenkende, besonders betroffen. Und wieder gibt es auch heute mutige Menschen, die andere retten und unterstützen. Wie in jedem Jahr bilden deshalb zwei Beiträge über aktuelle Konflikte und deren Folgen den Abschluss. Im ersten geht es um Fluchthilfe. Am 12. August 2015 floh die 17-jährige Yusra Mardini mit ihrer 3 Jahre älteren Schwester Sarah. Beide waren syrische Nationalschwimmerinnen mit einem Schlauchboot über das Mittelmeer.
Sie retteten 18 Menschen vor dem Ertrinken und schlugen sich über die Balkanroute nach Deutschland durch. Yusra Mardini erzählt in dem 2018 veröffentlichten Buch Butterfly die ganze Geschichte und die unterschiedlichen Wege der Schwestern danach. Yusra trat 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro und 2020 in Tokio für das Refugee Olympic Team an. Saras humanitäre Arbeit für Geflüchtete am Strand von Lesbos führte zu ihrer Verhaftung. Nach mehr als 3 Monaten Haft, freigelassen gegen Kaution, wartet Sara derzeit zusammen mit anderen Aktivisten auf die Fortsetzung ihres in diesem Jahr am 23. Januar 2023 neu eröffneten Prozesses. Die Netflix-Produktion Gegen den Strom ist auf der Basis dieses Buchs entstanden. Sie wurde vor 2 Wochen von der Seenotrettungsinitiative Seebrücke in Bielefeld gezeigt. Nabia Kessa liest jetzt aus Butterfly eine Textpassage über die Hindernisse bei der Flucht über die Balkanroute. Ja, genau. Nabia hat die Biografie ausgewählt, weil sie es wichtig findet, über die Fluchterfahrungen junger Menschen zu sprechen. Sie hat sich bewusst dafür entschieden, eine Textstelle zu lesen, die nicht die dramatische Seerettung zum Thema hat, sondern die Willkür und den Rassismus der Polizei aufzeigt. Damit Sie den Zusammenhang verstehen des folgenden Buchabschnittes, erläutere ich kurz, was bisher im Buch geschah. Yusra Mardini floh aus Syrien und befindet sich aktuell in einem Zug an dem letzten Bahnhof an der ungarischen-österreichischen Grenze, als ein Polizeibeamter den Zug betrat. Der Polizist nähert sich. Ihm folgen eine Polizistin und 2 weitere Beamte. Sie tragen dunkelblaue Uniformen. In ihrem Gürtel stecken Pistolen und schwarz glänzende Schlagstöcke. Sie machen vor unserem Tisch halt. Woher kommt ihr? Bellt die Polizistin. Sie ist noch jung und hat ihr dunkles Haar zu einem langen Pferdeschwanz gebunden. Zara ergreift das Wort und sieht der Polizistin direkt in die Augen. Wir kommen aus Syrien, sagt sie. Aha, raus aus dem Zug, alle zusammen, und zwar Dalli, kommandiert die Polizistin. Im ersten Moment bin ich starr vor Schreck. Dann sehe ich, wie Lamm und über die Schulter des letzten Polizisten einen Blick zuwirft und mir zuzwinkert. Da atme ich dann doch ein wenig auf. Wir sammeln unsere Sachen zusammen und schlürfen aus dem Zug, stehen schließlich auf dem Bahnsteig. Die Polizisten umringen uns wie Schwerverbrecher. Lamm und Magdalena begleiten uns, während wir den Bahnsteig entlang marschieren. Wo bringen Sie die Leute hin? Will Magdalena wissen. Wer sind Sie? Fragt die Polizistin und schaut sie zum ersten Mal an. Wir sind Journalisten, sagt sie. Und wenn Sie sich schlecht behandeln, werden wir darüber berichten. Unterlassen Sie Ihre Drohungen. Das ist alles, was die Polizistin sagt. Magdalena schneidet ihr eine Grimasse und schließt zu Sara und mir auf. Das war das blonde Mädchen, flüstert Magdalena uns zu. Sie hat die Polizei angerufen und ihnen gesagt, wo wir sitzen. Magdalena hat sie erzählt, sie habe uns für üble Typen gehalten. Terroristen, die den Zug in die Luft sprengen wollen. Als Nabil ihr dann das Sandwich angeboten habe, habe sie ihren Anruf schrecklich bereut. Was für eine blöde Kuh, schimpft Sarah laut. Hat sie denn nicht gesehen, dass wir ganz normale Menschen sind, wie sie auch? Die Polizisten führen uns vom Bahnsteig durch eine automatische Tür in eine prunkvolle Bahnhofshalle. Dann geht es nach links in einen Wartesaal, wo die Polizisten uns befehlen, uns nebeneinander auf eine lange Holzbank zu setzen. In unserem Rücken befindet sich ein großes Fenster mit Blick auf den Bahnsteig. Ich drehe mich um und sehe, wie unser Zug den Bahnhof verlässt, Richtung Österreich. Wir sind schon so nah. Moment mal, wo ist Abdullah? Ich schaue mich um. Er ist nicht da. Er muss noch im Zug sein. Wahrscheinlich schläft er noch und fährt über die Grenze, ohne irgendwas mitzubekommen. Die Polizisten bauen sich vor uns auf.
Hinter ihnen macht Lamm Fotos, während Magdalena in ihr Notizbuch schreibt. Da tritt ein Polizist vor Blondie, der links vor mir ganz am Ende der Wartebank sitzt. Steh auf, befiehlt der Polizist und gestikuliert dabei mit den Händen. Blondie erhebt sich und der Polizist tastet ihn ab. Dann will er seine Taschen sehen. Blondie gibt ihm seinen kleinen Rucksack und der Polizist leert ihn auf den Boden aus. Mein Magen verkrampft sich. Was wird die Polizei tun, wenn sie unsere Pässe finden? Werden sie unsere Fingerabdrücke nehmen? Uns gegen unseren Willen registrieren? Sie könnten uns zwingen, in Ungarn zu bleiben. Oder noch schlimmer, wieder dorthin zurückzuschicken, von wo wir kommen. Ich schaue mich panisch um. Wir müssen einfach über die Grenze. Wir müssen weiter. Wir müssen nach Deutschland. Jetzt stellt sich die Polizistin vor mich hin und befiehlt mir, auszustehen. Sie tastet mich ab. Ich gebe ihr mein Handy, dann leert sie meine Tasche aus. Meine wenigen Habseligkeiten verteilen sich über den Boden des Warteraums. Die Polizistin hebt ein Stück Papier auf und dreht es um. Es ist die Visitenkarte des Hotels in Budapest, in dem wir gewohnt haben. Sie fragt mich, was das ist. Ich zucke mit den Schultern. Die Polizistin sagt etwas auf Ungarisch zu ihren Kollegen und alle lachen. Genau, sagt Sarah Arabisch. Die halten sich ja echt für eine echte Elitegruppe. Kali lacht lauthals los. Ja, diese großen Kerlen können einen richtig Angst machen mit ihren kleinen Plastikstöckchen, ätzt Sarah weiter. Ich werde sie vermöbeln, damit ihre Frauen, wenn sie nach Dienstschluss nach Hause kommen. Mann, ich habe echt eine scheiß Angst. Jetzt fangen auch Nabil und ich zu kichern an. Ich weiß, dass es nicht gerade klug ist, ja sogar gefährlich werden könnte. Aber ich kann mir nicht helfen. Ich muss einfach lachen. Die ganze Situation ist einfach so absurd. Blondie und Majid starren nur schweigend und gedemütigt zu Boden. Sie lachen nicht. Einer der Polizisten tritt auf Sarah zu und will wissen, was denn so lustig ist. Wir haben nur gesagt, dass wir vor ihnen keine Angst haben, erwidert Sarah. So, warum nicht? Will er wissen. Das solltet ihr aber besser. Sagen Sie es mir, wende ich mich an die Polizistin. Was wäre denn das Schlimmste, was Sie mit uns machen können? Uns einsperren? Die Polizistin sieht mich überrascht an. Wir haben die Fahrt übers Meer überlebt, fahre ich fort. Was meint sie, was sie uns da noch groß antun können? Zum Abschluss trägt die in Munkacs in Transkarpatien geborene, jetzt in Paderborn lebende Lyrikerin Rosa Marusenko zwei ihrer Gedichte zum Krieg in der Ukraine vor. Sie hat vor ihrer Übersiedlung nach Deutschland im Jahr 1999 Gedichte sowohl auf Russisch wie auch auf Ukrainisch verfasst. Erst in Paderborn hat sie begonnen, auch auf Deutsch zu schreiben. Seit 2022 hat sie ihre Gedichte über den Krieg auch zunächst auf Deutsch verfasst. Für die Lesung hier hat sie einige wieder ins Ukrainische und ins Russische übertragen. Das Gedicht Kriegslandschaft Ukraine 2022 und das Gedicht im Gedenken an die unschuldig getöteten ukrainischen Bürger werden Sie in allen drei Sprachen hören. Ein Zeichen, dass Rosa trotz allem auf eine Verständigung mit dem Aggressor hofft. Sie selbst sagt über ihre Texte: Meine Gedichte sind Fotobilder im Wort. Die poetischen Texte sind getragen von der Hoffnung auf ein friedliches Ende des Krieges unter der ukrainischen Flagge. Ukraine 2022, 1. Kriegslandschaft. Fenster voller zersplitterten Glasscheiben. Durchgelöcherte Dächer. Hinter den Häusern geht der Tag auf und tanzt den Tango des Krieges. Hinter den Häusern in Ruinen die Gärten, die blühen wollen. Hinter den Gärten der Fluss mit durchsichtigem Wasser. Die Sonne geht hinter dem Fluss unter. Der Engel ging durch den Krieg und legt nun seine grauen Flügel
zu unseren Füßen nieder. Sterne wie rote Äpfel gehen am Himmel auf und fallen in unseren Händen. Wir falten sie zum Beten. Ukraine 2022, Odin. Пейзаж війни. Над русські розтрощені шибки вікон, у дірах дахи. Позаду будинків встає день і танцює танго війни. Позад будинків у руїнах сади, що цвісти воліють. За садами ріка з прозорою водою. Сонце сідає за рікою. Янгол, що пройшов через війну, кладе свої посірілі крила до наших ніг. Зорі, мов рум'яні яблука, зіходять на небі і падають в наші долоні. Ми складаємо їх для молитви. Україна 2022. Пейзаж війни. Вдребезги розбиті оконні стекла, в дирах криші. За домами встає день і танцює танго війни. Позаді домов в руїнах сади, що ж цвісті жаждуть. За садами ріка з прозрачною водою. Сонце садиться за рікою. Ангел, що пройшов через війну, положив свої потемневші крилля к нашим ногам. Звезди, как румяные яблоки, сходят на небе и падают в наши ладони. Мы складываем их для молитвы. Украина 2022. Im Gedenken an die unschuldig getöteten ukrainischen Bürgern. Schlanke Fichtenzweige vor den Hochhäusern bogen sich unter den schweren Last des Schnees und warten auf ferne Frühlingswinde. Die ganze Nacht fiel der Schnee auf die gefrorene Erde. Man hörte, wie der Schnee fiel. Am Morgen stürzten die Raketen auf die Stadt herab. Häuser stürzten ein. Menschen flüchteten. Toten werden begraben oder auf die Straßen verlassen. Die Dämmerung kroch aus den Ästen der Bäume hervor. Die Nacht ging auf und deckte die Gefallenen mit ihrem schwarzen Tuche zu. Die Seele wie auch die Zeit werden von den Sternen gemessen. Україна 2022. На згадку про безвинно вбитих українців. Стрункі ялиці перед багатоповерховими будинками похилились від снігу, очікуючи неблизьких весняних вітрів. Всю ніч падав сніг на землю. Було чути, як падав сніг. На ранок впали ракети на місто. Будинки обвалювалися. Люди рятувались стечею, мертвих хоронили або на вулиці лежати залишали. З-поміж дерев виповзали сутінки. Ніч заходила і покривала загиблих своїм чорним сукном. Душі, як і час, мірятимуть зорі. Україна 2022. Пам'ять у невинно убиенных українців. Стройные ели перед высотными домами наклонились от снега, ожидая неблизких весенних ветров. Всю ночь падал снег на замерзшую землю. Было слышно, как падал снег. На утро упали ракеты на город. Дома обваливались. Люди спасались бегством, мертвых хоронили или на улице лежать оставляли. Сумерки выползали из-за деревьев. Ночь сходила и покрывала погибших своим черным полотном. Души, как и время,
измерят звезды. Zum Abschluss spielt Ramona Ein Weg steht a Bäum. Auf dem Weg steht a Bäum. Von Itzig Manger, dem Prinz der jiddischen Ballade. Geboren 1901 in Tschernowitz in der heutigen Ukraine. Das Lied wurde gern von Esther Bejarano gesungen, die ja auch öfter in Bielefeld war, die selbst als junges Mädchen Auschwitz überlebt hatte, da sie dort Akkordeon im Mädchenorchester spielen lernte. In einer Deutung steht der Baum für die bedrohte jüdische Kultur und die Feigelech, die Vögel, für die in die Diaspora geflohenen Juden.
Thank you.